Yo, was geht ab? Pau hier. Kennt ihr das auch? Ihr habt mittags ein Shooting. Ausgerechnet mittags. Es ging nicht morgens, es ging nicht abends. Genau mittags, da wo die Sonne so weit oben steht und einfach steil von oben kommt. Ihr fangt an zu fotografieren und plötzlich entdeckt ihr diese grässlichen Schatten unter den Augen vom Model. Und das sieht wirklich nicht schön aus. Aber es gibt einen ganz einfachen Trick, dieses Problem zu lösen. Und wenn man diesen Trick kennt, dann macht es nur noch Spaß, mittags zu fotografieren, weil das so butterweiches Licht über die Haut macht. Und was das für ein Trick ist, zeige ich euch jetzt. Dieser Trick, der ist wirklich so easy. Alles, was ihr braucht, ist dieses Ding hier. Dieses Ding, das ist die Innenseite. Also genauer genommen, ups, Vorsicht, das schwingt immer so aus. Genauer genommen ist das hier die Innenseite eines 5-in-1 Reflektor oder 5-in-1 Reflektor. Und diese Dinger sind mega praktisch, ja. Viele übersehen sie, die denken, das ist einfach nur zum Bespannen von den äußeren Seiten. Aber das kann man auch zum Fotografieren benutzen. Und alles, was ihr tun müsst, ist es hier über das Model drüber halten. Das ist ganz simpel. Wenn die Sonne von oben kommt, dann hält man dieses Ding hier über das Model drüber und dann knallt das Licht, dieses harte Licht, durch diesen weichen Diffuser, durch diese weiche Fläche hier und erzeugt ein ganz, ganz butterweiches Licht. Die Schatten sind dann nicht mehr so stark, sondern fallen ganz, ganz sanft, so dass es eine ebene Fläche wird. Und das sieht echt schön aus, weil die Haut dadurch einfach so ganz weich wird und man alle Unreinheiten oder alle Unebenheiten einfach wegmachen kann durch dieses weiche Licht. Und das sieht wirklich cool aus und ist so simpel. Diese Dinger, die kosten nicht viel und die gibt es schon auf eBay oder Amazon für 10 oder 15 Euro. Wirklich total kaufbar, wenn das überhaupt ein Wort ist. Und ja, also man kann es entweder hier praktischerweise selbst über das Model halten mit diesen Griffen hier, die dran sind, oder man hat im besten Fall irgendeinen Assistenten oder coole Geschwister, die dann einem helfen, das drüber zu halten. Und das ist wirklich praktisch, ja, also ganz, ganz easy und löst dieses Problem. Und wenn man das kennt, also als ich das rausgefunden habe, mir, wow, cool, das sieht echt nice aus. Und ja, probiert es einfach mal aus, wie das ist. Und ja, ich hoffe, es hilft euch auch und ich hoffe, ihr findet es auch so cool wie ich. Wenn euch das Video geholfen hat, dann bitte wie immer einen Daumen nach oben geben und abonniert den Kanal für weitere Fotografie, Videografie, Tutorials, Vlogs und ja, all diese coolen Sachen. Und ansonsten war's das. Nicht vergessen, stay awesome, bis zum nächsten Mal. Ciao.